Hast du meine Rinder gestohlen? Gut möglich. Ich mache das hauptberuflich, Sir. Meine ganze Herde. Dieses Schwein werde ich aus seiner scheiß Scheune holen. Wie heißt er noch? Man nennt ihn den immer alles wörtlich nehmenden Joe. Immer alles wörtlich nehmenden Joe? Was ist das denn für ein bekloppter Name? Keine Ahnung, aber ich habe gehört, dass er fast jeden Farmer in der Gegend bestohlen hat. Dem Schwein werde ich eine Lektion erteilen. Seien Sie lieber vorsichtig, Boss! Hier spricht Hank Clayton. Immer alles wörtlich nehmender Joe. Bist du da drin? Ja, ich bin hier, Sir. Was kann ich für Sie tun, Mr. Clayton? Was du für mich tun kannst? Du kannst mir meine Rinder zurückgeben, du verdammter Hurensohn! Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor, Sir. Meine Mutter war keine Prostituierte. Was? Naja, weil Sie mich eben Hurensohn genannt haben, da verwechseln Sie mich. Meine Mutter war eine Näherin und keine Prostituierte. Sie hat in einer Tuchfabrik in Chicago gearbeitet. Will er uns verarschen? Wäre das dann alles, Mr. Clayton? Nein, das wäre nicht alles. Hast du meine Rinder gestohlen? Gut möglich. Ich mache das hauptberuflich, Sir. Wieso? Wieso? Weil es meine Rinder sind. Na ja, ich habe Ihre Rinder gestohlen. Dann sind es jetzt meine Rinder und nicht Ihre. Nein, es sind nicht deine, du verdammter Drecksack. Da sind meine Brandzeichen auf den Rindern. Oh, wenn das Problem ist, kann ich Entwarnung geben, Sir. Ich habe mein Brandzeichen schon über das alte gemacht. Wäre das damit geklärt, Sir? Gib mir meine Rinder zurück oder ich puste dich um! Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Sir. Ich wiege 75 Kilogramm, Mr. Clayton. Selbst wenn ich ganz dicht vor Ihnen stehe und Sie ganz doll pusten, ich glaube nicht, dass Sie mich umpusten können, Sir. Das ist physikalisch unmöglich. Tut mir leid, Mr. Clayton. Der will uns doch verarschen, oder? Der verarscht uns doch. Keine Ahnung, aber ich habe gehört, der ist echt gefährlich, Boss. Ach, Quatsch. Hör zu, immer alles wörtlich nehmender Joe. Wenn du meine Herde behalten willst, dann musst du schon aus deiner Scheißscheune rauskommen und mich erschießen. Okay. Haben Sie sich das so vorgestellt, Mr. Clayton? Du dreckiges Schwein. Wieso dreckig? Ich habe heute Morgen meine Latzhose gewaschen und ich bin ganz offensichtlich kein Schwein. Oh, wie schade, der arme Mr. Clayton. Naja, wenigstens braucht er jetzt seine Rinder nicht mehr. Und wer sind Sie? Man nennt mich den furchtbar feigen Frank. Wirklich? Wieso das denn? Ach so! Spitznamen haben nun mal eine großartige Tradition bei uns im Wilden Westen. Billy the Kid, weil er noch als Erwachsener ein Kindergesicht hatte. Wild Bill Hickok, weil er es immer ziemlich wild getrieben hat. Sitting Bull, naja, und so weiter und so fort. Aber manchmal, da waren die Spitznamen auch ziemlich beliebig. Mein Vater zum Beispiel nannte man Small Dick Nick. Warum auch immer. Und mein Bruder nannten sie Big Dick Rick. Keine Ahnung. Und meine Mutter nannten sie Brother-in-Law Blowing Patty. Warum auch immer. Wieso? Sie haben doch gesagt, schießen Sie los.